herumzulaufen. Na gut, er kennt die Arena noch nicht. Das muss man ihm schon zugute halten. Er kennt sich hier nicht aus. Und irgendwie scheint ein jeder ihn komplett zu ignorieren. Und ein Feigling stellt sich am besten in die Ecke. Lol, Tatsache. Nee, oder? Bleibt er hier stehen? Nee, er rennt weiter. Er rennt weiter. Und irgendwie ist das langweilig, Cabo zu folgen. Ah, da kommen ja endlich ein paar. Los! Ui, und von hinten. Und der Witter. Uiuiui. Bam! Cabo wittert away. Nachdem Donphin und Lion Knight und Power getötet hat. Witter ist auch ein spannender Job. Kann ich mir schön vorstellen. Ah, Yuki. Das arme Yuki. Was macht eigentlich Ryuka? Zwei Tode hinter sich. Oh, das geht ja hier Schlag auf Schlag hoch. Der Witter hat auch nicht gerade Zielwasser getrunken oder will er nur drohen? So nach dem Motto, lauf, Bitch. Lauf. Oh ja, das war eine doofe Idee, da stehen zu bleiben. Na gut, okay, von vorne kommt halt. Ah, und da ist Yuki weg. Hier ist richtig Stress gerade. Oh ja, und da hat Team Blau richtig Punkte gemacht. Man sieht hier wirklich nur Blau. Na gut, Fabian ist jetzt away gewittert. Lion Knight ist away gewittert. Nee, Saint bei Witter. Und Power, der räumt auf. Ich glaube, der mag keine Blauen. Jetzt auf Ryuka. Ryuka, nicht unterm Witter stehen bleiben. Mein Gott. Huch. Ah, ich mag diese Turniere. Also der Witter am Anfang hat die jetzt alle ziemlich überrascht, muss ich sagen. Damit hat keiner gerechnet. Ja, mal ein bisschen wieder das Inventar leer machen. So. Wen haben wir denn da? Lion Knight. Ah ja, Essen da oben. Naja. Lion Knight kam nicht weit. Wer ist danach gelaufen? Yuki? Nee. Er wandert. Hab ich jetzt nicht gesehen. Ach, Ryuka. Ja, kriegen sie Yuki platt? Sieht gut aus. Ja. Bäm. Jetzt würde ich an Powerstelle aus der Schusslinie gehen. Kase verhält sich bisher ganz unauffällig. Ich glaube, der hat auch noch kein Kill. Das ist erstaunlich gut. Unauffällig, sag ich ja. Hier hat sich Blau zusammengetan. Da hinten ist irgendwo. Oh. Besser nicht in der Schusslinie stehen. Und es wird so ein Fernkampfduell. Gucken wir doch mal, wer da drinnen feuert. Oh. Ich glaube, das hat sich erledigt. Eieiei. Da gehen sie aber mit allem Mann auf Yuki drauf. Und Donphin cleared. Man hat immer den Eindruck, dass Donphin irgendwie cheatet. Huch! Ah, oh, und da ist der Witter aus der Versenkung wieder aufgetaucht. Hey, wer geht denn da auf mich los? Ach so, ich stehe nur wieder im Weg. Ja, die Arena braucht dringend auch etwas Liebe. Von daher werde ich sie halt auch mal grundrenovieren. Während wir dem Witter zugucken. Und wer will da in den Nahkampf mit dem Witter? Oh, es regnet. Oh, wieder ein Kill für Donphin. Aber Twilly schlägt sich diesmal auch recht gut. Also noch hat er die Spitze nicht. Ja, was ist, Chili-Mäulchen? Komm mal her. Sei ein liebes Kätzchen. Lassen wir das Turnier mal Turnier sein und streicheln das Kätzchen.
So. Und jetzt mal wieder zum Turniergeschehen. Oh, Carbo. Das ist das erste Mal, dass ich lese, dass Carbo irgendwas getötet hat. Ah, nee, hier. Stimmt, Power hat er ganz am Anfang getötet. Ja, bist du ein feines Mäuschen. Ja, Yuki wurde da in die Mangel genommen. Dass man auch immer mit mehreren Mann auf eine Frau losgehen muss. Schlimm. Kein Anstand mehr. Die Jugend von heute. Ach ja, Power ist ja auch dabei. Jugend von heute trifft es daher nicht. Wen haben wir denn da in der Ecke stehen? Kase. Hallo, Kase. Hier, nimm mal ein paar Items von mir. Ich habe mein Inventar eh schon voll. So, nimm den Schrott. 8 Minuten, 41 Sekunden ist gespielt. Und Yuki, Rayuka, Power, Zwergi, Fabian führen die Liste an. Karbold schließt auf. Und Kase ist schon so ein kleiner Feigling, oder? Aber er spielt das richtig. Er lässt sich nicht erwischen. Das ist ja quasi auch eine Kunst an sich. Ich meine, es geht ja nicht darum, jetzt einfach hier aufs Feld zu stürmen, wie die Barbaren. Sondern auch mal darum, schlau zu spielen. Und schlau ist das allemal, sich vom Kampfgeschehen fernzuhalten und einfach mal in Ruhe hier etwas in die Ecke zu stellen. Nur natürlich, Ruhm und Ehre wird er so nicht kriegen. Oh, Rayuka hat ihren Gildenmeister geslaint. Und Willi hat Rayuka geslaint. Und Power wurde. Nee, Power hat Donphin geslaint. Ja, guck mal, da in der Ecke, da stand irgendwo der Kase. Nö. Den wollen sie nicht. Dann in die andere Richtung. Hallo, der steht doch hier. Hier ist er. Leute, hey. Leute, kommt mal mit. Folgt mir mal. Da. Yuki, macht's vor. Hier lang. Hier lang. Leute. Hier. 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 Leute. Leute. Hallo. Hier. Ah. Was sind das für Damit, Spaß? ja. Ich will doch. Oh, und Lion Knight wittert away. Ah, 10 Minuten Spielzeit. Es wird Zeit. Nö, nö. Den nicht. Den nicht. Den nicht. Ich habe hier genug aufgestellt. Habe ich hier keinen stehen? Ah, nehmen wir den hier, der ist schön zentral. Mann, gibt das wieder eine Aufräumzeit. Und Kase steht hier immer noch in der Ecke. Dann findet ihn halt. Ah. So, wo sind die Roten? Da ist Rayuka. Man muss den Roten ja helfen, ich meine. So wie ich. Nee, gar nicht. Die sind gar nicht im Rückstand, oder? Naja, Kase macht halt dafür, dass sie verlieren würden. Also an Rotstelle würde ich mal Kase suchen. Anstatt mich jetzt hier mit 3 anzulegen. Ja, Yuki, das ist schlau. Aber hier wurden die Roten hingemetzelt. Von Power und Lion Knight. Und Rayuka ist auch wieder da. Hallo, Rayuka. Mach die Tür hinter dir zu. Nö. Zu Türen sind was für Loser. Wo sind eigentlich unsere Witters? Beide da hinten. Ja. Den haben wir hier. Twilight Dragon hat Lion Knight erledigt. Twilly schlägt sich gut heute. Ungewohnt. Neuer Kampfgeist ist in mir erweckt. Twilly! Twilly? Guck mal! Guck mal hier! Hier! Hallo! Twilly? Kase! Twilly! Ah! Oh. Muss ich erst ein Feuerwerk basteln, damit man ihn wahrnimmt? Ja, ganz deiner Meinung, Tilly. Ganz deiner Meinung, Tilly. Ja. Basteln wir halt ein Feuerwerk. Mein Gott.
Die kloppen sich ja eh hier, gerade eher mit dem Witter. Ich hab keine Ahnung, wie man Feuerwerk bastelt auswendig, sorry. Ayoka left und joint, das war wohl ein kleiner Leck. Lol, was machen die denn? Ey, das sieht ja... Die tanzen! Steht da unten einer? Ja. Kase! Kase! Kann doch nicht angehen, dass sie den gar nicht sehen. Boah, aber an Donfins Stelle will ich hier nicht rausrennen. Doch, das tut er. Naja, aber einen hat er abgehangen. In der Zeit, was macht eigentlich das übrige Schlachtfeld? Wir könnten das leere Feuerwerkskörperchen nehmen. Wo ist denn das? Haben sie das rausgepatcht? Sieht ganz danach aus. Ja, alles, was nützlich ist, patchen sie raus. Schade, dass sie nicht wenigstens ein, zwei Basisfeuerwerke drin haben. Hier hat sich Team Blau positioniert. Ganz Team Blau? Ganz Team Blau? Oh nein, stimmt. Kase steht in der Ecke dort hinten. Ganz deiner Meinung, Tilly. Kase ist ein Feigling. Die anderen Blauen ruhen sich aus. Das könnte eine Taktik sein. Hört man das eigentlich, dieses Mau? Ja, hört man. Ja, Tilly macht gerade einen auf Amoklauf an mich, auf mich. Hört sich aber süß an. Ja, irgendwie schon. Sieht auch süß aus, wenn man guckt, wie sie einen anguckt und miaut. Liebe Katzen. Ja. Katzen sind was Feines. Habe ich hier Leckers für dich? Komm. Ah. So, hast du was zu knabbern? Lässt du mich in Ruhe. Leck, leck. Zwergi, Zwergi, Zwergi. Hä? Hat Zwergi da zwei Kills kassiert? Passt mal eine Sekunde nicht auf und schon cheaten die Blauen. Hey, das andere war schon länger her. Ach so, okay, gut. Ah, jetzt bin ich auch nicht mehr abgelenkt. Was machen eigentlich unsere beiden Freunde? Die netten blauen Herren von nebenan. Haben sie vielleicht Kase entdeckt? Nö. Ist der AFK? Komm mal mit. Mich will er nicht. Das geht doch nicht. Der stellt sich da faul in die Ecke und nichts passiert. Ah doch! Ah, so will ich das haben. Ja, Withered Away. Gut gemacht, Kumpel. High five. Ah, ist das nicht schön, Freunde zu haben. Wen haben wir denn hier? Don Finn mit einem Diamanthelm. Schön hier in den Ruinen am rumklettern. Oi, oi, oi. Da hat aber viele Freunde. Wie sind die denn da rausgekommen? Das tun sie doch sonst nicht. So, 11 Kills für den Zwergi. Das hat's beschwert. Ah ja, scheiß Camper. Ja, Camper sorgen nicht gerade für Unterhaltung. Ich sag mal, in Counter-Strike sind sie eher nervig. Hier sind sie einfach nur feige. Tilly, Cabo. Ah, das dynamische Duo. Batman und Robin. Oder in dem Fall Fatman und Gemüsli. Wobei, es ist eigentlich bemerkenswert, dass Tilly so viel schneller ist als Cabo. Was macht er hier eigentlich? Hin und her rennen? Hier ist nur rot irgendwie. Und Twilight Dragon, der so vorpreschen musste. Yuki wird von einer Spinne belagert. Und Cabo einfach nebenbei dran vorbei. Stört doch nicht. Scheiß drauf, opfern wir Yuki doch. Hauptsache Cabo ist mit dem Arsch davon gekommen. Wo ist der Feigling eigentlich hingerannt?
selten so eine Teamzusammenarbeit gesehen. Das ist ja vorbildlich. Da hätten wir auch